Bilder von leergefegten Flughäfen in Deutschland und das während der Hauptreisezeit. Die Bodenbeschäftigten der Lufthansa streiken und daraufhin wurden allein am Mittwoch mehr als 1000 Flüge gestrichen. Um die 134.000 Passagiere mussten ihre Reisepläne ändern oder sogar ganz absagen. Hat in den ersten zwei Runden kein adäquates Angebot abgegeben und es ist an der Zeit, dass die Beschäftigten vor der dritten Verhandlungsrunde jetzt ihre Meinung abgeben. Und das ist dieser Warnstreik und die Auswirkungen sind sichtbar und wir hoffen, dass die Lufthansa nicht noch einen weiteren provoziert in der Zukunft. Zehntausende von Fluggästen, vor allem in München und Frankfurt, sind von den Ausfällen betroffen. Ja, wir mussten leider über 1000 Flüge streichen in Frankfurt und in München zusammen aufgrund dieses massiven Streiks von der Verdi, was bedeutet, dass weit über 100.000 Menschen heute nicht in Urlaub antreten können, so wie sie das eigentlich vorhatten. Und das ist ein echt bitterer Tag für eine Fluggesellschaft, aber ganz besonders für die Menschen, die Urlaub haben wollten. Nicht nur das Lufthansa-Bodenpersonal streikt. Auch in Spanien haben die Gewerkschaften von Ryanair und EasyJet Streiks für die kommenden Wochen angekündigt. Sie kämpfen für mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen. Um das zu bekommen, streiken auch Bahnangestellte erneut in Großbritannien. Die Züge stehen weitgehend still. Der russische Staatssender RT ist mit einer Klage gegen ein EU-Sendeverbot wegen des Vorwurfs der Kriegspropaganda gescheitert. Das Gericht weist die Klage in vollem Umfang ab, teilte der vorsitzende Richter mit. Das Gericht der Europäischen Union befand, dass die Entscheidung der EU, die Verbreitung von RT zu verbieten, gerechtfertigt war und die Pressefreiheit nicht gefährdete. Wegen der äußeren Dringlichkeit wegen des Krieges habe das schnelle Verbot nicht gegen das Recht von RT verstoßen, rechtlich Gehör zu finden. Der Europäische Rat hatte im März beschlossen, RT und Sputnik kurz nach Russlands Invasion in der Ukraine zu verbieten. Russland nutzte diese Kanäle, um seine Aggression gegen die Ukraine zu rechtfertigen und zu unterstützen und die Gesellschaft in Europa unter der direkten Kontrolle der russischen Führung anzugreifen, hieß es. Die französische Tochter des Senders RT France focht die Entscheidung mit dem Argument an, das Verbot verstoße gegen die Meinungsfreiheit. Zustimmung zu dem Urteil kam indes aus dem Europäischen Parlament. RT und Sputnik seien keine Medien, sondern Waffen der geheimen Kriegsführung, so die liberale französische Abgeordnete Nathalie Loiseau. Die Vorstandschefin von RT France habe es immer wieder wiederholt, dass sie ein Instrument der Kriegsführung gegen Demokratien anführe. Dem gelte es, sich zu widersetzen. Or against democracies, and we want to protect our democracies. Ein Kreml-Sprecher kritisierte das Urteil als einen Angriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit. Er warnte auch davor, dass Russland als Vergeltung die Arbeit westlicher Medien behindern könnte. Wie alle niederländischen Landwirte ist auch Jan-Ari Korevaar in Aufruhr. Der Milchbauer ist am Boden zerstört von dem Plan der Regierung, die Stickstoff- und Ammoniakemissionen bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren, um den Klimawandel zu bekämpfen. Jan-Ari Korevaar bewirtschaftet 95 Hektar mit 120 Kühen. Jetzt weiß er nicht, was er tun soll. Mein Hof wird zu einem Biobauernhof. Man könnte also sagen, okay, du machst alles richtig. Aber ich habe trotzdem große Zweifel. Ich weiß nicht, ob das gereicht hat. Kein Bauer weiß derzeit, ob er genug getan hat oder nicht. Mit ihren 53.000 landwirtschaftlichen Betrieben und intensiver Produktion sind die Niederlande der zweitgrößte Agrarexporteur der Welt. 10% der Volkswirtschaft hängen von diesem Sektor ab. Wenn der Plan buchstabengetreu umgesetzt wird, müssen die landwirtschaftlichen Betriebe ihre Emissionen um 70% reduzieren. Einigen Schätzungen zufolge sogar noch mehr. Für viele Landwirte könnte es das Ende des Weges bedeuten. Sie müssten ihren Viehbestand reduzieren, der aufgrund der verwendeten Gülle und Kunstdünger ein großer Emittent von Stickstoff ist. Might face
Jeder Bauer könnte in diesem Moment mit Enteignung konfrontiert sein. Das ist eine dumme Situation. Sie schauen also nicht auf mich, sie schauen auf eine vollständige Reduzierung des Stickstoffs. Und ein Algorithmus bestimmt eine Karte, auf der OK steht. Nun, Jan Ari, du musst 47% reduzieren, ein anderer Bauer 70% und ein anderer Bauer 95%. In den letzten Wochen haben sich die Demonstrationen vervielfacht, um den Plan der Regierung anzuprangern. Einige führten zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die größte Bauerngewerkschaft LTO hat sich von diesen Ausbrüchen distanziert, lehnt den Plan Den Haags aber ab. Die Regierung hat unrealistische Ziele. Eine Reduzierung um 50% bis 2030 wird nicht nur der Zukunft der Landwirtschaft in den Niederlanden schaden, sondern auch der Zukunft der ländlichen Gebiete im Allgemeinen. Befürchtet wird, dass dieser Plan andere Ankündigungen von Emissionsreduzierungen in anderen Sektoren vorwegnehmen könnte. Zahlreiche Filmstars und aufregende Kinoprojekte haben die diesjährigen Filmfestspiele von Venedig zu bieten. Insgesamt 23 Beiträge laufen im offiziellen Wettbewerb. Biennale-Direktor Alberto Barbera nannte nicht ohne Stolz einige Highlights. Der Eröffnungsfilm ist, wie Sie wissen, White Noise von Noam Baumbach. Ein weiterer mit Spannung erwarteter Film ist Blonde von Andrew Dominik, ein biografischer Film über Marilyn Monroe mit der außergewöhnlichen Anna de Armas, an die hohe Erwartungen geknüpft sind. Das entdecken Sie am besten selbst. Ich werde nicht mehr dazu sagen. Das Biopic über die Hollywood-Legende basiert auf einem Roman von Joyce Carol Oates und befasst sich mit der Kluft zwischen der Privatperson Norma Jean und der Kunstfigur Marilyn Monroe. She's almost here. Von den Wettbewerbsfilmen wurden 9 in den USA produziert, die 5 kommen aus Italien und aus Frankreich und 2 aus dem Iran. Das Festival geht vom 31. August bis zum 10. September. Jurypräsidentin ist die US-Schauspielerin Julianne Moore. Ebenfalls mit dabei sind die deutsche Top-Schauspielerin Nina Hoss und die zweifache Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett in dem Film Tar des US-Amerikaners Todd Field. Der Streifen, in dem Blanchett eine Chefdirigentin verkörpert, wurde zum Teil in der Dresdner Philharmonie gedreht.